Der erste drei, mit denen die Hölle angemacht wird, ist ein Mujahid. Und ist einer, der viel gespendet hat. Und ist einer, der Gewissen hatte. Möge Allah uns Ikhlas geben. Und der Mujahid kommt, Allah zeigt ihm alles, was er bekommen hat hier. Und er gibt zu, ja, das habe ich bekommen von dir. Dann sagt er, was hast du dafür getan? Allah sagt zu ihm, was hast du für diese Sachen, Gnadengaben, die ich dir gegeben habe, getan? Dann sagt er, ich habe für dich gekämpft, bis ich Shahid geworden bin. Das sagt er zu Allah. Weißt du, was Allah sagt? Kewebt. Walakinneka qatelta li yuqala jari wa qad qil. Du lügst. Du hast nicht gekämpft für mich. Du hast nicht für Allah gekämpft. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, mutig, wurde gesagt. Und dann wird er genommen und in die Hölle geworfen. Der Spender kommt. Allah sagt, was hast du dafür getan? Er sagt, ich habe keinen Weg gelassen, außer dass ich dort für dich gespendet habe. Er sagt, kadhabt. Du hast gespendet, damit die Leute sagen, Karim, großzügig. Wurde schon gesagt. Und dann wird er in die Hölle getan. Dann kommt der Gelehrte. Sagt er, ich habe für dich Wissen gelernt und gelehrt und habe den Koran gelesen. Sagt er, kadhabt. Du hast Wissen gelernt, damit die Leute sagen Alim. Du hast den Koran gelesen, damit die Leute sagen Kari. Waqat Kiel, und wurde schon gesagt, wird in die Hölle geworfen. Ya dakir al-ashab, kum mutadiban.